Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind bei Factory Town im neuen Jahr, genau gesagt im Jahre 2020, ich wollte gerade sagen 220. Das wäre ein bisschen zu spät in der Vergangenheit. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, habt schön gefeiert, nicht zu dolle, habt keinen Kater gehabt. Wäre zumindest nicht so schön, wenn ihr einen gehabt hättet. Und ich muss jetzt mal gut gehen, wir haben beim letzten Mal hier ja genau das mit dem Mana, das war ja ein leichter Krampf, aber wir haben es dann gekriegt, wie es aussieht, läuft. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt hier so funktioniert, aber zumindest habe ich es so verstanden, dass die Mana-Kristalle hier reingehen, dadurch, dass hier die Mana-Kraft verbraucht, werden sie geleert, hier kommen sie wieder rein, werden wieder aufgeladen, eigentlich müsste das ein Kreislauf sein, aber das werden wir sehen. So, wir müssen jetzt diese verzauberten Bücher, weil wir haben denen ja die Bücher abgeknapst, wieder in die Schule liefern, gleichzeitig aber auch in ein hochwertiges Warengeschäft, damit wir endlich mal unsere lila Münzen kommen. Ich hoffe, das reicht jetzt aus. Das werde ich sehen. Hier muss ich mal gucken, ob man den als Eingang und Ausgang verwenden kann, damit ich das noch mit einer Schiene an die Schule liefern kann. Allerdings würde ich da überlegen, ob ich das nicht vorher in ein kleines Lager liefere, bevor ich das an die hochwertigen Waren liefere. Dazu werde ich einmal ganz kurz... wo war das? Nee, Werkzeuge müsste da stehen. Jetzt keine Arbeiterübersicht, sondern Werkzeuge... nach unten glätten. Das werde ich jetzt aber allerdings mal einzeln machen, damit nicht wieder zu viel passiert hier. Das muss hier ein bisschen glatter. Ungefähr auf dieselbe Höhe wie die Schule. Ah gut, das geht jetzt wieder nicht in den Gehwegen. Das machen wir später. Wichtig ist erstmal das hier jetzt. So. Viel mehr können wir hier, glaube ich, auch nicht machen. Ja gut, das Stückchen noch, natürlich. Könnte ich jetzt auch mal ein bisschen größer machen. So. Nein, du sollst das runter machen, nicht hoch. So. Ich will jetzt nicht wieder das Wasser hier kaputt machen. Das mache ich jetzt gerade Stück für Stück. Hier ist auch so ein kleiner Hügel. So. Ich glaube, hier waren auch mal Steine oder sowas. Ich weiß das gar nicht mehr. Wir haben hier schon so viel abgebaut. Ich gar nicht mehr weiß, was was war, aber so passt das doch einigermaßen. Ja. Da setzen wir denn jetzt ein Lager neben. Gebäude. Lager, Lager, Lager. Silos müssen wir unbedingt auch noch bauen. Da wurde mir ja geschrieben, Silos gehören zwar nicht zum gemeinschaftlichen Lager, aber sind doch sehr gut, um Getreide sowas zwischenzulagern. Der Verpacker weiß ich auch noch nicht genau. Es steht zwar verpackt Sachen für Großtransport, aber ausprobiert habe ich es nicht. So, auf jeden Fall muss hier jetzt eine Schiene ran. Da muss ich mal gucken, wie ich die am besten baue. Ich würde das mich gerne mit der hier unten verbinden. Schiene. Am besten so. Geht. Einzugehen, die Schiene kreuzt sich, sehr schön. Ich wollte hier eine extra Lore, die quasi... die soll ja das und das transportieren. Ich wollte eine extra Lore, die quasi zwischen dem und dem Lager hin und her fährt. Und die anderen hier weiterfahren können. Das funktioniert, weiß ich aber nicht. Muss ich ausprobieren. Auf jeden Fall hier ist einladen. Und hier muss er dann ein- und ausladen hin. Wenn es funktioniert. Das ist jetzt eine Sache, die muss ich ausprobieren. Eingang. Frage mich, wieso besteht der auf Eingang? Der muss doch eigentlich auf Ausgang. Nehmen wir mal auf ein und aus. So. Eingang muss der da und der muss auf Ausgang. Ne, Eingang war schon richtig. Die Sachen müssen da ja rein. Und das nächste muss ich jetzt raus. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall noch eine Lore. Die war bei Arbeiter. Die muss auch in diese Richtung fahren. Die soll allerdings jetzt die verzauberten Bücher transportieren. So. Dann fahr du mal. Ah. Alles klar, stimmt, die fahren ja so rum. Ich muss sie einmal umdrehen. So rum. Müsste sie die doch eigentlich nicht? Okay, das war gerade das, was ich ausprobieren sollte. Wollte. Geht so anscheinend nicht. Die fährt ja auch nicht rein, ne? Nein. Okay, funktioniert nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Die nimmt auch
keine verzauberten Bücher mit? Nein. Okay, Moment, stopp. Verzauberte Bücher, das war doch richtig, oder? Ja. Nimm sie aber nicht mit. Das funktioniert also nicht so, wie ich es gehofft habe. Was sehr schade ist. Wie sollte denn eigentlich das Ganze hier abliefern? Geht so aber offensichtlich nicht. Okay, dann baue ich das Ganze anders. Die Lore nehme ich mal kurz runter. Der ist erstmal dahin. Der bleibt denn ein Eingang? Und baue eine kleine Extraschiene hier von der Seite. Das müsste gehen. Die Frage ist nur, wie baue ich das jetzt am besten? Jetzt brauche ich erstmal diese, wie heißen die? Steinbögen, genau. Zack, zack, zack. Eigentlich kann ich auch auf der Höhe bleiben, ehrlich gesagt. Das sieht symmetrisch aus. Frage ist nur, ich wollte hier von der Seite. Obwohl das so auch gehen müsste. Na, ich hoffe, die verbinden sich jetzt nicht, aber ich probiere es. Na, geh da ran, Gedanke. Und dann hier quasi einmal rum. So, das Ganze dann einmal zur Schule hin. Oder zum Lager, besser gesagt, was ich da vorgebaut habe. Geht in der Nähe vom Lager zur Schule. Genau, warte mal. Das Stück Schiene muss dann hier wieder weg. Muss zumindest weg. So, dann muss ich mal gucken. Ich muss hier ja wieder runter. Ebene wieder hoch. Ich muss noch einen weiter. Okay. Hier geht dann quasi die Schiene wieder zurück. Ich hoffe, das funktioniert. Das sieht ja echt schon aus wie so ein Güterbahnhof. Aber es hat doch irgendwie was. So. Auf jeden Fall finde ich das mit den Loren besser als mit den ganzen Förderbändern. Weil die sind doch ein bisschen schneller unterwegs. Zumindest hat das den Eindruck. Sicher bin ich mir dann auch nicht. So. Dann muss hier jetzt rampeln. Rampe, obwohl ich glaube, da muss noch was unter. Das werden wir gleich sehen. Rampe. Da muss definitiv was unter. Obwohl, das geht auch so. Davor, Rampe. Ja. Gut, und jetzt kommt die Schiene. Und zwar, die war aber fade, Schiene. Ist er ja denn quasi, wenn sie hier runterkommt. Daran. Und quasi von hier wieder da hoch. Hier. Genau. Einmal hier rüber. Hier dann rum. Und ich hoffe, dass wir da dann gleich so einen Ausgang machen können. Auch erstmal die Schiene zu Ende. Ah, sieht echt aus wie so ein Großgüterbahnhof. So, und jetzt Logikbausteine, Bahnstation. Einmal aus dem Bahnhof raus. Also aus dem Gebäude raus. Ich hoffe, das erkennt er hier noch als Gebäude. Und hier drauf lasse ich dann die Lore fahren. Mal gucken, ob das geht. Du kommst dann wieder mit. Stellt sich hier hin. Und fährst. Mal gucken, ob du sie jetzt mitnimmst. Gefällt dir jetzt nicht? Lore? Ja, ich habe noch Pause gedrückt. Okay, sowas passiert mit mir, aber jetzt fällt sie trotzdem nicht. Nicht? Lore? Will sie nicht? So will die Lore jetzt nicht fahren. Hallo? Hätte sie eben so rum, wenn sie andersrum nicht will. Keine Ahnung, was das jetzt war. Hauptsache, sie nimmt das mit. Ja, das hat sie mitgenommen. Sehr schön.
So, und jetzt hier rum, ne? Ja, da hat sie ausgeliefert. Sehr schön. Hier stell dich jetzt mal ein, die verzauberten Bücher, weil die sollen nur die da rein. Das Lager kann man vergrößern. Verzauberten Bücher werden transportiert. Der arbeitet weiter und hat noch keine Mana-Kraft mehr. Obwohl arbeiten tut er, ja, oder? Die Mana-Kraft geht sofort wieder weg. Das liegt aber daran, dass das hier sehr, sehr langsam geht. Oder deswegen auch nur sehr, sehr langsam arbeitet, okay. Wieso geht denn das hier so langsam? Der ist doch voll. Kann man aber auch nicht wirklich beschleunigen, ne? Mö, ich wüsste nicht wie. Töpf des Mana ist voll. Oh, der braucht so lange zum Aufladen. Da geht's schnell, ne? Ja, der ist komplett voll. Geht hier nicht schnell genug rein, weil der hier nicht schnell genug arbeitet. Aber kann man die Auflader irgendwie beschleunigen? Ich wüsste nicht wie. Ich sehe hier nämlich nichts. Man kann noch keine Arbeiter einstellen oder so. Aber ich kann den hier jetzt auch nicht anschließen. Den kriegt der zwar schnell genug, aber. Das Problem ist, er blockiert hier später alles. Dann geht das hier mich nicht weiter. Der ist ja nur wirklich sehr, sehr langsam. Den würde ich wirklich gerne beschleunigen. Das liegt nicht am Förderband. Das liegt wirklich hier, dass der sehr, sehr langsam ist. Ich könnte das Ganze zwar ins Lager laufen lassen, aber das bringt mir auch nicht viel. Den blockiert das trotzdem, weil das Lager voll ist. Und der kriegt halt nicht genug Mana-Kraft. Weil das hier zu langsam geht. Wieso ist der Auflader denn so langsam? Kann man den. Muss man doch irgendwie beschleunigen können. Da muss ich jetzt echt mal gucken. Hilfe. Rezepte, Tipps, Einheiten. Gucken wir mal Tipps. Mana-Übertragung, Mana-Kraft. Bewegungswerkzeug, Objekte drehen. Wollte ich doch gar nicht. Ich wollte Hilfe. Tipps. Mana-Kraft. So, ja, der soll das Ding aufladen. Das ist richtig. Regelmäßig wieder aufgeladen werden. Ja, Terraforming. Ja, aber da steht nichts von, dass man es irgendwie beschleunigen kann, ne? Ich habe das doofe Gefühl, wenn ich das jetzt hier wieder anschließe, ich meine, ich kann es ja gerne mal probieren. Dass der blockiert. So schon mal gar nicht. Okay. Werkzeuge. Block zerstören. Da muss so ein Dingsbums dazwischen. So läuft zwar hier das Mana vom Lager rüber. Der kriegt auch regelmäßig. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Nee. Weil das hier alles blockiert. Das ist nämlich das, was ich vermute. Weil es hier nicht weitergeht. Und der kann halt nicht weitergehen, weil es hier halt zu langsam rausgeht. Das muss doch eine Möglichkeit geben, das Ganze zu beschleunigen. Also so ganz perfekt läuft das hier noch nicht. So kann ich das nicht verkaufen, weil das kommt ja viel zu langsam an. Die Leute fangen ja an zu meckern. Ich wüsste nicht, wie ich den beschleunigen sollte. Das ist jetzt echt, Ich meine, jetzt ist der Speicher voll. Das liegt aber daran, dass es von ihr blockiert. Das ist nämlich das, was ich vermutet habe.
muss den schneller kriegen und hier die Verbindung kappen. Das geht ja gar nicht anders. Aber wie kriege ich den schneller? Gibt es denn irgendetwas, was man bauen kann? Logikbausteine verscheint nicht. Blockierer, Filter, da ist nix. Gießen, Düngen, Pflanzen, Karotte, also das sind die normalen Sachen. Die suchen, reinplatzieren und sowas, Mana-Scherben platzieren, alles gut und schön, hilft uns nicht weiter. Das sind nur die Bauplattformen. Ja, da haben wir schon geguckt. Die bringen jetzt aber auch nichts bei der Beschleunigung. Nö. Aber Werkzeugen ist ja auch nicht wirklich was. Nö. Ja gut, das sind halt die Anschlüsse. Die bringen uns jetzt auch herzlich wenig. Dekoration, ich weiß gar nicht, wozu das gut sein soll, damit die Leute glücklicher sind oder so. Wie krieg ich den beschleunigt? Das ist halt das Problem. Bevor ich das da jetzt wieder abreiße, da war doch was mit... Genau, Blockierer. Werde ich da mal raufsetzen, damit hier erstmal kein Item mehr durchkommt. Macht er hoffentlich. So, er soll die Mana-Dinger... Genau, die soll er erstmal blockieren. Ja, der ist mich auch voll. Mana Kraft kriegt er im Moment trotzdem nicht. Warum? Müsste doch eigentlich. Wieso geht hier jetzt nichts durch? Das Ding ist doch komplett voll. Wieso schickst du die denn nicht dahin? Wahrscheinlich, weil der voll ist und hier nicht rausliefern kann. Ja, alles voll hier. Da ist zu viel drin. Warte mal, Werkzeuge, Gegenstand aufheben. Wir nehmen hier mal ein paar weg. So. Jetzt zumindest weiter. Auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist, es geht zumindest weiter, ja. Dadurch kriegt er seine Mana-Kraft, dass hier quasi dauerhaft Bewegung drin ist. Das ist halt viel zu langsam. Gut, der ist jetzt gerade voll. Das kommt aber, weil eben alles blockiert hat. So wie ich vermutet habe. Dadurch blockiert das Ganze. Mir ist ja bewusst, dass man die wieder aufladen muss, aber das Ding ist eindeutig zu langsam. Dadurch blockiert hier jetzt alles. Sind auch noch zu viele Dinger da drauf. Wollen wir mal Werkzeuge, Rohstoff entfernen, nee, Gegenstand aufheben. Ja gut, jetzt sollte das aber reichen, weil er ist nicht mehr ganz voll. Das geht halt nicht schnell genug. Er kriegt nur Mana-Kraft, wenn das hier die ganze Zeit fließt. Blockieren tut das hier halt, weil er sich schnell genug auflädt. Er kommt jetzt nicht weiter, weil hier voll ist. Das ist echt ein Problem. Ich kann die Dinger aber auch nicht wegleiten lassen, weil dann hat er nach einer Weile keine mehr. Das geht auch nicht. Der hier muss schneller arbeiten. Im Moment sind einfach bloß viel zu viele drauf. Viel zu viele sind im Moment drauf. Gegenstand aufheben. Zack, zack. Und noch einer. Müsste reichen. So. Jetzt sieht man es nämlich wieder, dass der eigentlich viel zu langsam ist. Er lädt ja auf, aber so langsam. Dessen blockiert hier alles, weil das hier halt natürlich nicht schnell genug reinlaufen kann, weil er zu langsam ist.
Weil die werden hier schneller entladen durch die Mana-Kraft, als dass sie hier wieder aufgeladen werden. Und da ist ja klar, dass sich hier alles blockiert. Das ist ja, ich sage ja, ich habe das mit dem Mana noch nicht ganz verstanden. Irgendwie muss es ja gehen. Man kann hier aber auch nichts einstellen, keine Rezepte, nix. Ich kann ja mal noch mal gucken, ob es irgendwie Mana-Anschluss, Dampfrohr, eine Ätherleitung, welche magische Kraft ermöglichen, Gebäude zu gelangen, ja. Gibt es vielleicht bei Gebäude irgendwas, um das Ganze zu beschleunigen? Lebensmittel, Apotheke, Kornmühle, Werkstatt, Försterei, Bauernhof, Dampfmaschine, Brunnen, Lager, Verpacker, Magie, Mana-Sender, Mana-Empfänger, Auflader, Void-Obelisk. Entfernt jedes Element, das da drin abgelegt wird. Nee, das bringt uns ja jetzt auch nichts. Das ist in der Tat nicht einfach jetzt, aber es muss irgendwie schneller gehen. Da muss ich echt nochmal gucken. Es ist jetzt nichts zu finden, auch nicht wirklich. Ich meine, das wird hier zwar eingelagert, aber halt nur sehr, sehr langsam. Ich werde es jedenfalls erstmal in die Schule liefern. Mache ich mir zum kleinen MMM. So. So. Darauf dann noch einmal einen Greifer, damit es hier weitergeht. Greifer, so. Na gut, da kann ja jetzt nichts reingehen, weil gerade nichts erforscht wird. Vielleicht können wir da ja auch noch was erforschen, müsste ich gucken. Verzaubertes Buch. Guck ich mal. Magische Juwelen, aha. Ich glaube nicht, dass uns da jetzt weiterhilft. Zaubermantel, Zauberstab, Zaubergewand, nein. Suche nach Erzen, Juwelen, Elementgewinnung, Feuerreinigung, Wasserreinigung und so weiter. Omni-Rohrübertragung, Erdplatzierung, Omni-Tempel. Möh. Okay, das hilft uns da auch nicht weiter. Na gut, ich kann ja die magischen Juwelen noch erforschen, die blauen Münzen haben wir ja. Anscheinend hat er auch jede Menge Bücher auf Lager. Ja, das sind die ganzen alten Bücher noch. Ne? Ja. Oder sind das schon die Fälle? Auf jeden Fall. Braucht er die überhaupt noch? Weiß ich nicht, ne? Die brauchte er mal, aber mittlerweile? Was kommt davon für was? Für manche Sachen braucht er die noch. Okay. Das gefällt mir definitiv nicht, dass es hier so langsam vonstatten geht. Nur weil die Mana-Kraft nicht schnell genug geht. Das liegt ja daran, weil das sich schnell genug auflädt. Da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das machen soll. Mir wurde ja auch gesagt, mit G komme ich in den Mana-Untergrund. Ja. Gut, das hilft mir so jetzt aber nicht wirklich viel. Vielleicht wisst ihr das, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Wie man das Ganze hier beschleunigen kann. Und das muss ja irgendwie schneller gehen. Ich kann da zumindest jetzt auf die Stelle nichts finden, aber machen wir erstmal woanders weiter. Von Anfang geht das. Meine Häuser können wir momentan zwar keine neuen bauen, aber noch keine lila Münzen haben. Was kostet so ein hochwertige Waren-Dingsbums? Weil den haben wir ja noch gar nicht. Wieso bin ich jetzt Bearbeiter? Hochwertige Ware. Gut, bauen könnte ich ihn. Würde, glaube ich, auch den größten Teil der Leute mit abdecken. Ja. Bauen wir das in Teilen mal hin. So, der verkauft halt Bücher, verzauberte Bücher, Zauberstab und so weiter und so fort. Feuerregal der 45 rote Münzen. Verzauberte Bücher bringen Liedermünzen. So war das ja gedacht, dass die quasi... Ich wollte ja... dass es Lara sich füllt, dass die Schule nicht alles verbraucht. Der Rest sollte denn da verkauft werden. Wo ich da jetzt aber ein Förderband drüber leite, weil so like ist das jetzt auch nicht, mache ich da mal einen Gehweg rüber. Das ist ja nun nicht allzu weit.
Du lässt das Ganze von einem Planwagen. Planwagen, genau. Und du, mein Freund, sollst hier verzauberte Bücher abholen und dahin bringen. Gucken, ob es denn Geld gibt. Bücher hat er, ne? Ja. So, gab auch eine Errungenschaft. Purple Coin, lila Münzen. Ja, da sind sie. Die Fischer ich sofort verkaufen, oder? Fakt ist jedenfalls, wir brauchen die lila Münzen unter anderem, um das Lager weiter zu verbessern. Manastein, verzaubertes Buch. Verzauberte Bücher müsstest du aber haben eigentlich, Junge. Oder zählt hier jetzt wieder nur die Hauptbasis zum Verbessern und nicht das Gemeinschaftslager? Weil das Ding müsste doch eigentlich zum Gemeinschaftslager gehören und ist leer. Okay. Erklärt so einiges. Heißt, die Schule kriegt jetzt auch nichts mehr, oder? Nee, das ist wieder das Problem. Das ist das, was ich meine. Das geht nicht schnell genug hier. Ich muss unbedingt rausfinden, wie ich das beschleunigen kann. Das geht so definitiv gar nicht. Gut, aber das finde ich schon noch raus. Wenn ich im Moment nicht weiß, wie, aber ich finde es raus. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es jetzt eher ruhig war und rumgefummel. Aber rausfinden muss ich es ja auch. Aber wir sehen uns morgen wieder. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr die Folge guckt. Und seid gespannt auf morgen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi.